Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Beispielaufgabe zum Thema komplexe Gruppenschaltung. Heute soll es um die Berechnung der Gesamtimpedanz gehen. Beim letzten Mal haben wir uns ja die Schaltung angeschaut und haben zunächst einmal alle Impedanzen ausgerechnet. Das heißt, das XL und das XC. Die Werte können wir direkt mal übernehmen. Das heißt, wir haben ein XL von J314 Ohm und ein XC von minus J397 Ohm. Und nun soll es die Aufgabe sein, die Gesamtimpedanz auszurechnen. Das heißt, welche Impedanz hat denn die gesamte Schaltung? Wir haben hier oben eine Parallelschaltung und dazu in Reihe eine weitere Parallelschaltung. Das heißt, zunächst einmal berechnen wir die Parallelschaltungen einzeln. Und hier kann man rechnen wie im Gleichstromkreis auch. Das heißt, man nimmt die eine Impedanz mal der anderen Impedanz und teilt durch die Summe der Impedanzen. Das wäre für den Widerstand hier oben. Z1 ist gleich XL mal R1, also die Impedanz der Spule mal Impedanz des ohmschen Widerstandes, geteilt durch Summe der beiden Impedanzen. Das gleiche können wir auch für Z2 berechnen. Z2 ist gleich XC mal R2, geteilt durch XC plus R2. Wichtig bei der Berechnung ist jeweils, dass man letztendlich auch damit komplex rechnet und nicht nur hier einfach die Beträge multipliziert oder die Beträge addiert, sondern hier muss man das Ganze entsprechend komplex ausrechnen. Bei C2 entsprechend genauso und dann anschließend kann man die beiden Impedanzen in der Reihenschaltung berechnen, das heißt man addiert dann einfach die Impedanzen entsprechend wieder komplex. Und das soll auch die Aufgabe fürs nächste Mal sein. Ihr sollt also zunächst einmal Z1 berechnen, dann Z2 berechnen und anschließend Z gesamt berechnen, indem hier die Summe der beiden Impedanzen berechnet. Ja, und beim nächsten Mal gucken wir uns dann die Lösung an und vergleichen mal, ob wir alle gleich gerechnet haben und auch das gleiche Ergebnis haben.